Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing der Unboxing Boys. Und heute möchte ich euch in der Standard Edition von The Walking Dead die komplette vierte Staffel in Uncut und Extended vorstellen. Ihr fragt euch sicherlich, warum steht vom amerikanischen Limited Tree Walker das Digipack daneben, aber mehr dazu später. So, gekauft habe ich dieses gute Stück beim Mediadealer für 29,99 €. Und warum bei Mediadealer? Bei Amazon kostet dieses Stück auch 29 € und ja, da kommt noch mal der 5 € Strafversand drauf und dann war mir das bei Mediadealer lieber, weil dort ist der Versand ab 22 € versandkostenfrei. So, dann kommen wir mal zum Unboxing und wie ihr oben sehen kann oder könnt, The Walking Dead, die komplette vierte Staffel, Uncut und Extended. Und das hier ist ein Pappschuber und hier kann man sehen, der FSK-Flatschen ist natürlich wieder aufgedruckt, nicht aufgeklebt. Ein kleiner Minuspunkt, weil mich stört es wirklich, wenn man da drauf schaut und ja. Hier unten kann man sehen, im TV auf Fox, der Seriensender. Dann drehe ich euch das Ganze mal auf die Seite und hier haben wir nochmal das Bild vom Cover, wo man Rick sieht mit der Magnum in der Hand oder mit dem Revolver und nochmal der Schriftzug The Walking Dead, die komplette vierte Staffel. Hier haben wir noch, hier finden wir noch das Entertainment One Logo. Entertainment One ist das Label, das es uns hier in Deutschland ermöglicht, dass diese Serie richtig uncut und ungeschnitten rauskommen. Hiermit nochmal vielen Dank an Entertainment One. Dann haben wir das Logo von Blu-ray Disc und noch irgendeine Artikelnummer oder so. Dann drehe ich das Ganze mal auf die Rückseite. Und hier können wir wieder den Schriftzug The Walking Dead, 16 Episoden und eine kleine Beschreibung zur Staffel lesen. Könnt ihr aber auf Pause drücken. Das lese ich euch jetzt nicht vor und lest es euch in Ruhe durch. So, hier haben wir nochmal in Rot stehen, Episode 9 und 14 länger als im TV. Über 8 Minuten, bislang ungesehenes Material, exklusiv auf Blu-ray. Finde ich natürlich schade für alle Käufer der DVD von dieser Staffel, denn hier wird ihr richtig benachteiligt und so. Tut mir auch sehr leid. Ich weiß auch nicht, warum, dass sie das so machen, aber ist wirklich sehr schade. Wie man hier sehen kann, ist das eine 5-Disc-Set-Edition und fast 4 Stunden Extras haben wir da drauf. Inside the Walking Dead, Making of the Walking Dead, Comic Inspiration, Herschel, der Governor ist zurück, Gesellschaft, Wissenschaften, Überleben, Inside KMB Studios, eine Reise zurück zur Brutalität, Deleted Scenes, diverse Audiokommentare. So, als Laufzeit haben wir ca. 698 Minuten und ca. 224 Minuten Extras. Das ist ein Haufen Holz. Als Sprachen haben wir eine DTS HD Master Audio 5.1 Tonspur in Deutsch und in Englisch. Hier unten haben wir noch ein paar Logos von Blu-ray Disc, DTS HD Master Audio, der Sender, der uns diese geniale Serie produziert, AMC, Fox International Channels und Entertainment One. So, dann mache ich das Ganze mal da raus aus dem Pappschuber. Und wie man hier sehen kann, ist das gleiche Artwork aufgedruckt wie auf dem Pappschuber, also nichts Besonderes. Hier haben wir wieder das FSK-Logo gedruckt und nicht abgeklebt, was ich ein wenig schade finde. Und ja, von der Seite sieht es auch gleich aus. Und wie ihr schon alle sicherlich jetzt gedacht habt, die Rückseite auch. Dann mache ich das Ganze mal auf. Und ja, so sehen die CDs aus und ja, alles vollgepuncht mit Logos und ja, das sieht nicht so gut aus. Hier haben wir das Artwork von Rick, hier auf der Disc 2 haben wir das Artwork von Daryl, auf Disc 3 haben wir das Artwork von Michonne, auf Disc 4 haben wir das Artwork von oder das Bild von Glenn und hier nochmal auf Disc 5 Maggie.
So, um zum Thema zurückzukommen mit dem Digipack vom Treewalker aus der USA. Ich schicke jetzt nicht genau zu, aber egal. Stelle ich jetzt einfach mal dahin. So, wieso habe ich dieses schöne Digipack hier stehen? Weil ich von der deutschen Version hingehe und tausche die Discs mit der amerikanischen Version aus, weil die amerikanische Version hat keinen deutschen Ton. Und wenn ich euch wäre, würde ich das genauso machen, denn hier in Deutschland bei der VE von Treewalker wird man definitiv über den Putz gezogen, weil die verlangen hier in Deutschland 149 Euro. Und mich hat der Treewalker in Amerika 60 Euro gekostet und keinerlei Versand und Zollgebühren. Mit der deutschen Version, wenn man sich die deutsche Version bei der VÖ kauft, bezahlt man insgesamt für diese Version deutsch zu machen 90 Euro. Und der Treewalker kostet, wenn er rauskommt, 149. Das ist eine Ersparnis von mindestens 60 Euro. Kann ich jeden Sammler nur ans Herz legen, das genauso zu machen. Weil in Deutschland allgemein wird man mit solchen Sachen über den Putz gehauen und das finde ich schade. Und warum ich euch noch also vorschlagen kann, die amerikanische Treewalker Version zu holen. Hier habt ihr ein Cover Artwork von Alex Ross. Wer ist Alex Ross? Alex Ross zeichnet Cover Artworks und auch nur Cover Artworks und Bilder. Hier poste ich euch mal den Link in die Beschreibung, könnt ihr euch mal anschauen, denn diese Bilder sind richtig, richtig geil und auch nicht billig. Schaut es euch an. So, und dann wären wir wieder am Ende angekommen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, einen Kommentar mit einem Lob oder einer Kritik. Und ja, oder vielleicht sogar ein Abo. Und ja, dann sind wir am Ende und dann wünsche ich euch noch viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal, eure Unboxingboys.de.